Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wieder im Ausland unterwegs auf der Schatzsuche. Ich freue mich richtig, denn ich habe im letzten Video eine richtig alte Fibel gefunden. Eine sogenannte germanische Fibel. Und an diese Stelle möchte ich jetzt natürlich auch wieder zurück. Und da gehen wir heute wieder suchen. Zu dieser ganzen Fibel, zu dieser Geschichte, zu dieser ganzen Hintergrundgeschichte, wie ich das herausgefunden habe, kommt natürlich auch noch ein Video. Deswegen gerne abonnieren, dass ihr am Ball bleibt, um nichts zu verpassen. Denn das ist wirklich super spektakulär, weil ich halt hier auch in der Umgebung schon eine alte römische Münze gefunden habe. Und ja, da gibt es so viel zu erzählen, aber ich würde erstmal sagen, bis zum ersten Fund und Signal. Und ja, ich gehe jetzt mal ganz kurz spazieren, ist nicht weit. Bin hier bei der Familie und ja, die haben hier einen eigenen Bauernhof, richtig schön. Und jetzt wurde halt, wie gesagt, wieder ein bisschen ein Stückchen weiter abgeerntet. Und ich habe natürlich die Hoffnung, dass wir jetzt heute wieder was Schönes finden. So, alles klar. Schöne Grüße aus dem Ausland, schöne Grüße nach Deutschland. Und dann würde ich sagen, bis zum ersten Signal. So Freunde, hier habt ihr jetzt auf jeden Fall diese ganze Umgebung. Wir haben im letzten Video hier vorne dieses Fibel gefunden. Hier ist so gesehen der alte Ortskern, ist eine wirklich alte Gemeinde. Und ja, jetzt sind wir hier direkt auf dem Handelsweg. Hier könnt ihr auch sehen, erntereif auf jeden Fall. Jetzt soll es auch erstmal nicht mehr regnen und dementsprechend geht es dann auch schon morgen wieder weiter mit der Ernte. Aber der Boden, der hat es eigentlich zum Graben. Wäre es ganz cool, wenn da ein bisschen Regen kommt. Egal. Ich habe jetzt mein Equipment hier. Ich packe meinen Rucksack hier mal kurz zur Seite. Was auch richtig spannend ist, ist eigentlich, dass hier, guck mal, vor 2 Tagen oder so, haben sie hier Bauarbeiten durchgeführt. Und da kannst du mal sehen, wie tief die hier reingehen. Und ja, das ist natürlich jetzt nicht die Suchtiefe. Aber ich kann natürlich in den Aushub hier einfach mal gucken, ob wir hier vielleicht auch was finden. So, deswegen. Passt eigentlich. Mir kommt es auf jeden Fall zugute. Los, weiter, weiter. So, wir gucken jetzt hier mal direkt, so was auch hier im Aushub von den Bauarbeiten liegt. Und vielleicht haben wir hier auch noch mal ein bisschen Glück. Und dadurch kommt noch ein bisschen was aus, ja, ins Tageslicht. Wäre natürlich mega. Aber wir werden es sehen. Da haben wir schon mal jetzt den ersten. Ich habe gedacht, wir machen wieder ein schönes Format mit live und echt. Mal gucken, ob wir hier dann doch irgendwie was richtig Cooles finden. Könnte vielleicht eine alte Münze sein. Oder einfach nur Blech. Wir packen es mal ins Coinpad. Okay, jetzt geht's. Ja, hier aus dem letzten Video, vielleicht habt ihr es auch nochmal gesehen. Oder vielleicht kommt das noch, ich weiß gar nicht. Ein richtig schöner alter Ring, den ich hier nochmal gefunden habe. So viel Material, was halt auch nach und nach dann online kommt. Und ich will ja auch nicht überschwemmen mit irgendwie Infos und allem drumheran. Drumherum meine ich. So, und jetzt geht's weiter, Leute. Freue mich richtig. Ich nehme euch heute wieder so ein bisschen live und echt mit. Such diese Baustelle ab. Freue mich richtig. Weiter geht's. Da haben wir was. Oh, irgendwie ein Fragment oder so. Okay. Muss natürlich jetzt hier auch mal so ein bisschen schauen. Ist natürlich jetzt ein bisschen wild. Möchte natürlich nochmal was aus dieser Zeit finden. Wir werden es sehen. Wir gehen hier mal kurz in den Aushub. Ob wir hier vielleicht dann noch mal was finden. Das wäre natürlich spektakulär. Wenn die hier irgendwie was ausgegraben haben, liegt hier irgendwie was Historisches. Das wäre natürlich krass. Aber ich habe bisher nichts. Macht ja aber nichts. So, hier soll wieder was sein. Da haben wir ja was. Einen kleinen Knopf. Okay, gut, gut. Weiter, weiter. Puh, auch recht warm, muss ich sagen. Aber. Oh. Was haben wir da? Interessant. Cool. Guck mal, also, wie ich das ja schon erzählt habe. Letztes Video. Hier vorne dann die Fibel. Deswegen, bis zum nächsten. Kollege, no. Tag? Nie, no, czy ja mam teraz szukać tą maszyną, czy co? Nie, ja nie szukam, ja tylko chciałem, bo pan. Aha. Ja myślałem, że pan tu robił te wykopy tutaj. Ta jest niemiecka? Tak. No, nie wiem. Szukam. Nie. Dobra, dzięki wtedy bardzo. Hej, no i dalej. Ja, nie problemu. Do widzenia. So. Weiter geht's. Also ich muss ehrlich gestehen. Oh. So. Das war gerade der Wind ein bisschen stark. Den kannte ich nicht. Und der spricht auch kein Englisch, gar nichts. Deswegen. Und mein Polnisch ist wirklich nicht so gut.
Ah, okay, super. Black Swan. Draußen, Leute. Was haben wir hier? Ah, okay. Das ist ein bisschen von der... Ah, meine Güte, Patronenhülse. Der Rest davon auf jeden Fall. Ja, super. Okay. So, ich habe auf jeden Fall jetzt meinen Rucksack gerettet. Weil jetzt geht hier die Ernte weiter. Und dann kann ich da eigentlich auch direkt suchen. Das ist natürlich super. Mega. Ist ein bisschen laut. Aber so ist das halt hier in Polen, ne? Das macht nichts. Temperamentvoll. Sehr, sehr geil. Super. Das Gebiet weitet sich aus. Da, bis zum nächsten, Leute. Meine Güte. Ja. Ja, jetzt ist das Format natürlich auch wieder ein bisschen anders, weil es hier so, ja, wuselig ist es einfach. Das ist halt manchmal so. Morgen zum Beispiel habe ich jetzt auch die Info bekommen, dass der eine Verwandte, der Mann von der Cousine arbeitet und Landwirtschaft betreibt, also Ernte. Und da kann ich natürlich auch wieder suchen. Also eigentlich müsste ich hier bleiben. So, hier war irgendwo ein Signal. Oh. Guck mal da. Ha! Slotty! Jawohl! Super! 1949, sehr gut erhalten, aus Alu. Wow, das ist eine alte, aber richtig gut erhalten. Super, klasse. Ja, die kam noch gut rein. Aber die habt ihr gesehen, die lag hochkant. Das wäre jetzt nicht ganz so einfach gewesen, die zu detektieren, wenn sie tiefer gelegen wäre. Deswegen, ich muss auch aufpassen, dass ich hier nicht zu schnell schwenke. So, ich denke, ich mache hier wieder dann doch mehr Teile, beziehungsweise das wieder ein bisschen mehr live und echt. Weil das lohnt sich hier einfach. Hier kommen so viele Signale, wisst ihr? Deswegen, Leute, ich mache das jetzt einfach wieder so. Ich mache jetzt hier wieder eine Pause. Dann geht es jetzt hier in dem nächsten Video wieder direkt weiter mit der Suche hier in Polen. Und ja, vielleicht sind wir im nächsten Video dann direkt wieder hier unterwegs, wovon ich ausgehe. Und in irgendeinem weiteren Video dann wieder in Dänemark zum Beispiel unterwegs. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und lasst gerne ein Like da, beziehungsweise auch einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt. Und ja, was ihr so sagt zu meinen Aktionen hier. Ja, vielen Dank fürs Einschalten und dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Video. Meine Güte, hier ist aber windig.